Da haben wir es. Freitag, letzter Handelstag der Woche. Ja, ein voller Terminplan hier in unserer Sendung mit Blick in das Währungspaar Euro-US-Dollar. Wir schauen auf Euro-Schweizer Franken. Und wo wir mal in der schönen Schweiz sind, schauen wir doch gleich auch mal noch auf das Währungspaar. Schweizer Franken, japanisches Yen. Auch da, heute mal wieder Grund zum Hinschauen und natürlich wie immer Zeit für Ihre Fragen. Das heißt, wer einen Wunschmarkt hat, bitte einfach rein in die Chats auf Zoom oder auch auf Facebook. Und dann geht's hier los. Guten Morgen, Grüße, komm schon rüber auf Facebook. Ich hoffe, auf Zoom ist auch alles frisch. Man kann mich gut sehen und hören und wir können hier loslegen mit den wichtigen Sachen der Kunden bzw. Zuschauerfrage. Haben wir auch schon, das ist das Thema, äh, Positionseröffnungen bzw. Schließungen vom Wochenende. Ich muss mal kurz hier noch die Beleuchtung anmachen. Ist ein bisschen ungünstig heute. So, zack. <laughs> Wozu Hammerlicht, wenn man es nicht anmacht? Also, das sind die Themen für den heutigen Tag. Dazu noch natürlich wie immer Nachrichtencheck für heute, von dieser Woche und für nächste Woche, was auf der Uhr steht. Wir schauen aufs Thema inflationäre Entwicklungen. Das muss man aktuell auch so Stück für Stück langsam mit reinnehmen. Dazu hatte ich diese Woche ja auch schon mal ein paar Worte gesagt. Und das sind einfach Dinge, die stehen bei mir auch regelmäßig auf der Agenda. Und deswegen sage ich, warum soll ich das hier... Hier an dieser Stelle nicht auch machen. Wenn es beim Trading hilft, mir hilft es, dann ist es für mich einfach selbstverständlich hier auf diesem Kanal auch darüber zu sprechen. Ich sehe gerade auch über Zoom, das kommt wunderbar. Auch schon der erste Wunschmarkt läuft, würde ich sagen. Können wir hier loslegen mit dem Risikohinweis? Ich bitte ihn Gänze zur Kenntnis zu nehmen: der Handel mit Devisen und CFDs auf Margin, der kann. Zu Verlusten führen. Hätten wir das und damit kommen wir zu den Nachrichten heute. What's up, guys? Viel ist nicht. <laughs> Nochmal kurz eine Rede von Bank of England, Governor Bailey. Gestern gab es ja ordentlich Bewegung im Fund nach der Notenbank. Und dann heute, das ist ein Event, da schaut man wirklich sehr, sehr genau hin, Non-Farm Payrolls hier in Amerika und die Arbeitslosenquote, das Ganze um 14.30 Uhr und beim Thema Arbeitsmarkt, ich sage das ja auch immer wieder, der ist extrem, extrem wichtig für die USA, auch für das Bruttoinlandsprodukt. Und da gibt es momentan wieder mal positive Nachrichten äh, vom ADP. Denn die Anzahl derjenigen, die neue Hilfen beantragen, ist deutlicher gesunken, als das überhaupt von den Analysten erwartet wurde. Das sehen wir gleich noch im Chat. Aber daran sehen wir halt, dass der Arbeitsmarkt in den USA halt auch positiv sich fortschreiben kann. Und das, denke ich mal, ist schon ein positives Bild. Und das ist so ein bisschen sage ich mal grob die Marschrichtung, die wir jetzt in den nächsten Wochen und Monaten vor uns haben werden, wenn wir hier über das Thema wirtschaftlichen Entwicklung in den USA sprechen werden. Das ist später auch noch einmal Thema an dieser Stelle, hier an diesem Punkt. Das schauen wir uns später an. Gucken wir mal auf die Nachrichten. Ich hatte es ja gesagt. Wenn wir uns die wirtschaftlichen Rahmendaten anschauen, dann sehen wir immer mal auch wieder bessere Zahlen, ähm, dass so Stück für Stück vorangeht. Es ist noch nicht alles so, dass man sagt, durch die Reihe weg immer alles schick, aber es ist halt so, wenn man aus einer schlechten Phase kommt, dann mehren sich halt Stück für Stück die positiven Dinge und es gibt immer mal etwas, was nicht ganz so schick ist, aber das ist ganz normal. Wir haben es zum Beispiel aus China gesehen, da waren die Einkaufsmanagerdaten, wir hatten ja diese Woche eine Latte von Einkaufsmanagerdaten fürs verarbeitende Gewerbe schlechter ausgefallen als erwartet und auch ein bisschen zurückgegangen im Bereich des vorherigen nichtsdestotrotz ist China weiter auf Wachstumskurs in Deutschland allerdings hier bei uns auch die Lage noch nicht so super duber doll aber wir lagen immerhin einen Hauch über den Erwartungen der Analysten der letzte Wert hier für das verarbeitende Gewerbe waren 58,3 jetzt haben wir 57,1 das ist ein leichter Rückgang aber wir wissen ja was es bedeutet solange die Zahlen über 50 bleiben bei den Briten Allerdings gab es das Bild in umgekehrter Sache. Da gab es tatsächlich einen Anstieg. Da gab es nicht nur äh, die Analystenerwartungen, die übertroffen wurden, sondern tatsächlich hier für das verarbeitende Gewerbe 52,9 war der letzte ähm, Report. Jetzt haben wir 54,1. Das ist doch deutlich positiv. In den USA hingegen gab es da einen kleinen Rückschlag. Äh, man hat hier die Erwartungen verfehlt und der Wert für das verarbeitende Gewerbe im Einkaufsmanagerindex war hier etwas unter dem, was wir im vorherigen Bereich hatten, bei 58,7. Dafür geht es in anderen Bereichen in den USA voran. Mittwoch haben wir den Gesamtindex der Briten bekommen. Auch der ist gestiegen im Einkaufsmanagerbereich, Die Dienstleistungen sind auch Stück für Stück wieder auf dem Vormarsch. Ähm, ja, sehr gute Überraschung oder sehr starke Überraschung gab es beim Thema Inflation in der Eurozone. Damit hätte nicht viele Leute gerechnet, dass wir plötzlich 0,9% Verbraucherpreisanstieg übers Jahr gerechnet haben. Da war der Prognose, der Konsens war bei 0,5, minus 0,3 war die vorherige Zahl, also da sieht man schon, da bewegt sich was in Richtung Inflation. Ja. Das hat jetzt noch kaum eine Aussage für das, was wir in den nächsten Wochen und Monaten sehen werden. Aber ähm, es ist halt erst einmal eine grüne Zahl. Und das ist halt sehr, sehr wichtig. Und da sind wir dann schon äh, bei den USA und beim Arbeitsmarkt in den USA. Und da sehen wir es hier an äh, dieser Stelle. Die Beschäftigungsänderung hier plus 174.000, 49.000 sind erwartet worden. Das doch sehr, sehr positiv. Der Einkaufsmanagerindex am Dienstag, nee, am, am Mittwoch hat bei den AMIs auch für die Dienstleistung überzeugt. Auch hier Wachstum im Vergleich zum Vormonat und sogar über den Analysten Erwartungen. Und die Rohöllagerbestände, das hatte ich ja auch diese Woche schon mal gesagt, sind wieder ein Stück weit zurückgegangen. Wir wissen, was der Ölpreis macht. Ich freue mich hier das Ganze schön besprechen zu können. Und dann ähm, wurden die guten Zahlen äh, seitens des Arbeitsmarktes vom Mittwoch am Donnerstag auch gleich nochmal bestätigt. Die Erstanträge auf Arbeitslosenhilfe, ähm, da hat der, der Konsens eigentlich mit einer leichten Zunahme von 812.000 auf 830.000 gerechnet. Tatsächlich waren es aber nur... 779.000 und das ist halt ein Zeichen, dass der Arbeitsmarkt sich durchaus positiv entwickelt und da wird es jetzt natürlich sehr, sehr spannend zu sehen, was wir heute von den Non-Farm Payrolls bekommen. Ja, da kann also wieder entsprechend alles passieren. Das die Nachrichten für diese Woche und danach schauen wir mal noch auf die Wochenvorschau für die nächste Woche und da wird es wieder für die Ölhändler sehr, sehr interessant. Wir bekommen montag den kurzfristigen Energieausblick von der EIA und äh, am Nachmittag, nein am Dienstag bekommen wir das. Sorry, die Woche hier fängt mit dem Dienstag an. Also am Dienstag ist die IAE dran und die Joelz-Stellenangebote für den Monat Dezember. Gut, das ist wieder zurück. Aber auch hier positive Zahlen könnten hier durchaus überraschen. Verbraucherpreise aus den USA gibt es ebenfalls am Mittwoch, genauso wie die Rohöl-Lagerbestände. Ähm, kleine Info: Am Donnerstag nächste Woche ist Feiertag in China und Freitag ebenfalls hat China Feiertag. Da wissen wir ja, da fehlt China an den Märkten so ein bisschen ähm, als Richtungsgeber. Da kriegen wir ja immer Mal so ein bisschen die Tendenzen aus der Nacht für uns rüber, die waren heute übrigens sehr sehr gut. Äh, ansonsten, wie schon gesagt, wir bekommen nächste Woche dann noch am Donnerstag den geldpolitischen Begleittext der Fed und am Freitag das BIP der Briten, das die Vorschau und dann ähm, komme ich hier gleich noch eine Frage äh, und zwar woher bekommt man Inflationsraten aus den wichtigsten Märkten der USA, ähm, Euro und äh, die Briten und China. Das kann man relativ einfach wieder tun, indem man hier, Moment, hier schaut mal, auf die Investing.com-Seite geht, auf den Kalender geht. Äh, und wenn man hier beispielsweise das Thema Bruttoinlandsprodukt angeht, wir, wir machen das kurz mal live hier an dieser Stelle, einfach mal hier draufklicken. Und da sieht man entsprechend die Graphen auch. Also, das ist relativ gut zu sehen auf investing.com. Und das Ganze gibt es sozusagen immer, wenn es hier im Terminkalender drin steht, einfach mal draufschauen. Also, bei investing.com geht das relativ einfach, diese Daten auch rauszufinden, auch schön grafisch auszuordnen. Da kann man sich schöne Trends auch auszeichnen lassen. Also, es ist schon relativ leicht zu machen und das Ganze interessant auch anzuschauen. Das ist easy. Also, das ist das, was ich nutze. Natürlich bekommt man diese Daten auch über Reuters und ähnliches bekommen, aber ich sage mal, Leute, passt auf, das sind einfach Zahlen, die kommen offiziell von den Regierungen. Und man kann auch die Seiten, die Webseiten äh, der Regierungen auch sich anschauen. Äh, die gibt es ja immer wieder, da kommen auch diese Daten in der Regel her und deswegen kann sich das jeder gratis anschauen, ein bisschen suchen. Und dann ist gut, wenn man diese Zahlen nicht hier in der ersten Sekunde direkt nach Veröffentlichung braucht, ähm, reicht sowas entsprechend auch mit aus. Das also dazu und wir, wir machen jetzt weiter äh, mit dem Blick in die Währungen. Und da, ich hatte es ja schon gesagt, das Thema Euro-US-Dollar. Da gehen wir mal eben kurz in den Chart auch rein. Ich mache die Chartbilder auch direkt wieder groß ähm, und damit kann auch jeder hier den Chart entsprechend sehen. Und zwar in hoffentlich <laughs> HD-Auflösung. Äh, also hier, Euro-US-Dollar. Zunächst mal der Blick in den Wochenchart. Und wir hatten ja äh, vor langer, langer Zeit, ich muss jetzt mal kurz hier bei mir im Büro kramen, ähm, eine Grafik, ich mache mach das, zeige ich zeig, zeig einfach nochmal ganz kurz hier äh, entsprechend die Grafik rein. Und zwar äh, hier, das hier, diese Grafik, ich hoffe, man kann die sehen, äh, diese Kursentwicklung hier an dieser Stelle. Ja, Erstmal ordentlich nach unten, das ist ja das, was wir gesehen haben, und dann Stück für Stück hier drüben äh, zur Oberseite rauf, dann, das ist auch das. Was wir im Euro gesehen haben, also wenn wir uns das ganze Bild mal eben kurz auf der Wochenbasis oder beziehungsweise auf der Monatsbasis noch mal kurz anschauen wollen hier äh, in diesem Kontext, schaut mal, das ist das, was ich dort angedeutet hatte hier, dass wir diesen äh, starken, starken äh, äh, Druck, der hier von oben kam, irgendwann Stück für Stück verlassen. Und wir tatsächlich die Chancen haben, oben reinzulaufen. Erst einmal hier in Richtung 1,235124 und dann der Weg Stück für Stück weiter nach oben offen geht. Das sind diese sehr, sehr langen Schwankungsbereiche hier im Euro-US-Dollar. Und da ist es tatsächlich so, dass der Markt jetzt wieder schön nach oben gelaufen ist. Und mit Blick auf den Monat sehen wir jetzt natürlich die korrektive Phase. Und das ist etwas, das bekomme ich immer wieder auch wie gespiegelt von den, gerade von, von den privaten Tradern. Die sagen manchmal sogar, Seide, du hast doch eine Macke, du kannst doch jetzt nicht sagen, dass der Euro auf 1,35 steigt da oben. Und ich sage dann immer, wieso kann ich das denn nicht? Na klar kann ich das. Und man muss halt einfach auch wissen, dass man diesen Kontext im Hintergrund mit im Kopf behalten muss, damit wir hier unsere Planungen machen können. Und man muss einfach auch wissen, dass es in diesen großen Phasen hier, wir sprechen hier jetzt tatsächlich mal von einem Monatschart, da gibt es immer wieder Korrekturen. Und Leute, diese Korrekturen, die wir hier sehen, die sind durchaus in der Lage, auf Tagesbasis mal saubere und brutale Abwärtstrends zu bringen, ohne dass man dieses ganz, ganz große Bild äh, quasi äh, außer Kraft setzen muss. Aber. Man muss natürlich auch hinschauen und wir sind ja nicht blind. Ich bin in meinem Portfolio beispielsweise auch wieder in die andere Richtung gegangen. Ne? Das ist ganz klar, das ist das, was der Markt uns vorgibt. Doch wir dürfen diese großen Bilder tatsächlich nicht außer Acht lassen, wenn wir das hier sehen, weil, wenn wir es uns einfach mal anschauen wollen, guckt mal hier, das grün eingezeichnete ist der Aufwärtstrand. Der ist momentan absolut intakt und was wir hier sehen, ist einfach nur eine Korrektur. Des Wochentrends, auch natürlich des Monatstrends, der ist jetzt halt am Laufen und dadurch sehen wir diesen großen Abgabedruck und wir wissen halt alles klar. Solange wie wir hier oben über dieser Marke von 1,16 bleiben, ist mit diesem Aufwärtstrend alles in Ordnung. Wir sehen hier nur eine Korrektur. Nur wir wären ja keine guten Trader, wenn wir sowas nicht zum Traden benutzen würde. Wir nutzen halt die größeren Zeiteinheiten einfach nur, um sinnvolle Anlauflevel zu suchen. Ne? Und da haben wir hier mit Blick in den Wochenchart natürlich auch ein bisschen was vor der O liegen. Wir sehen es hier oben bei 1,20 knapp 15, da wollte keiner kaufen. Das wurde einfach abverkauft, das Level. Das nächste wichtige Level, was dann hier. Hier kommt auf mit Blick auf diese Zeiteinheit, jetzt hier auf dem großen Bild wohlgemerkt, ist die Marke von 1,1920. Hier unten nächstes Auffanglevel und darunter dann sozusagen hier dieser Bereich, als wir hier direkt wieder hochgedreht sind, um die 11875. Das sind Marker im großen Bild und die haben natürlich auch in den kleineren Zeiteinheiten Relevanzen. Und aus diesem Grund schauen wir jetzt einfach mal in die nächst kleinere Zeiteinheit, das ist der Tag hier. Na, da haben wir mal den, das Tagesgeschäft sozusagen und wenn wir uns das mal kurz anschauen wollen, hier sehen wir den Abwärtstrend und der ein oder andere wird sich jetzt sagen, kann ich mir das nicht auch im 4-Stunden-Chart ansehen, das bekomme ich da nicht bessere Ergebnisse, passt auf ich schalte mal kurz in den 4-Stunden-Chart um und schaut mal bitte auf die wichtigen Marken, die wir hier drinnen haben, da haben wir hier oben die Zwischenhochs, wir haben hier den Ausbruchsbereich nach unten hin um die 1,2060 und wir haben hier diese Auffanglevel unten, jetzt schauen wir uns das ganze Bild mal im 4-Stunden den Chart an. Und wenn wir uns das jetzt hier mal im 4-Stunden-Chart anschauen, dann sehen wir diese Level natürlich auch hier drinnen. Die haben also eine ganz, ganz hohe Relevanz an dieser Stelle. Was wir hier sehen, das ist der Trend. Hier ist der Bewegungsarm. Und der Bewegungsarm hat genau die gleichen Anlaufpunkte. Ne? Hier das Ausbruchslevel, was wir hier in diesem Bereich haben. Hier klar, da sind noch ein paar kleinere Zwischenhochs mit drinnen, ähm, wo es erstmal rangeht. Jetzt kommt es hier halt einfach nur die Frage, was passiert. Und bevor wir hier in dieses Zwischenhoch reinlaufen, haben wir halt erst Erstmal noch diesen Bereich hier oben liegen, um die 1.2015. Der ist halt vorher da und den sehen wir auch im Tag. Deswegen hier hinschauen, was passiert. Hier kann man sehr sehr schön die entsprechenden Kursziele rausziehen aus der Ober- und der Unterseite. Und das ist jetzt das Interessante an dieser Stelle, wo wir gerade verortet sind. Ich hatte das gestern auch in einem Gespräch mit einem Trader ähm, aus Bayern gehabt, der hat sich mit mir unterhalten und da haben wir auch gesagt, Leute, was wir hier morgens reinschauen. Ich suche hier immer sehr gute Situationen, wo wir Spannungsbereiche haben. Und das ist ja wohl ein sehr sehr schöner Spannungsbereich, den wir hier haben, denn wir haben gestern wieder eine massiven Abgabe. Druck gesehen, verharren jetzt am Bereich des Vortages tiefs und hier wird sich jetzt entscheiden, ob wir tatsächlich nur eine flache Korrektur bekommen. Dann wird es relativ wahrscheinlich, dass wir direkt runter Richtung 1,19 laufen oder ob der Markt hier jetzt hält und dann nach oben strebt. Das ist das, was kommen wird. Und da wäre dann das erste mal hier diese Marke von knapp 1,2015. Das passiert hier und das ist sehr, sehr gut zu sehen für die Planung an dieser Stelle. Und das Schauen wir uns jetzt mal kurz noch in der kleineren Zeiteinheit an, weil für die kurzfristig agierenden Trader ist das natürlich interessant. Und da sehen wir jetzt hier dieses Bild. Das ist eine Seitwärtsphase, die wir hier unten haben. Also ein, Seitwärts, ein, ein Kanal sozusagen. Das ist ja auch ein Übernachtkanal, der relativ flach ist. Und wenn der ausbricht, nach oben oder unten, gibt es häufig mal eine flotte Bewegung. Und wenn wir uns die flotte Bewegung anschauen, nach unten hin sehen wir halt ganz klar das Auffanglevel 19,20 ohne weiteres. Nach oben hin kann man das Ganze allerdings schön planen. Und wenn wir uns da mal auf die 15 Minuten oder nee, wir machen es gleich mal in den 5 Minuten ähm, hier nicht klotzen, er äh, nicht doch wie sagt man klotzen und kleckern ne äh, hier an dieser Stelle also passt auf das hier ist sozusagen der Kanal mehr oder weniger also hier sozusagen das ganze Thema wo der seitwärtslauf gekommen ist äh, und wenn es hier an dieser Stelle quasi jetzt zu einer Entscheidung kommt oben oder unten rauszugehen dann haben wir gesehen unten ist ganz klar wo es hingeht oben da können wir schön im Kleinsten die Kursziele nehmen. Und wenn wir einfach nur mal äh, die Spiegelung von dem nehmen, was wir hier unten haben, kurzen Augenblick, und ich packe es einfach mal kurz oben drauf, da sehen wir, dass wir mal ohne weiteres hier das erste Zwischenlevel angehen können. Was sehen wir im 5-Minuten-Chart noch? Wir sehen hier den Verkaufsbereich hier oben, der könnte auch durchaus relevant sein von dieser Seite her, dieses Level. Also diese Marker sehen wir hier und die können wir schön zum Anlaufen nehmen. Also das heißt, wenn der Ausbruch hier oben rauf kommt, dann Zwischenziele hier. 1.19 knapp 80 und dann hier dieser Drehbereich um die 1 was haben wir 1,19, 84, 85 rum und dann schön die kleinen Zwinghochs hier, die wir da sehen. Für das Kleine ist das in Ordnung, ne? wenn man einfach mal sieht, wie eng diese Range ist, dass man dort dann oben reinläuft und wenn es tatsächlich zu einer Gegenbewegung hier an dieser Stelle kommt, dann hat man gute Chancen nach oben zu laufen. Und da ist es gut, wenn man sieht, was oben auf Tagesbasis ist. Dazwischen ist noch einiges zum Verdienen. Da kann man ein bisschen Geld am Markt mitnehmen und hier könnte es dann halt zu erhöhtem Kaufinteresse kommen, weil hier ist die Be Bewegung unten drinnen und wir wissen ja, wo Absicherungsorders liegen und das Ganze hier an dieser Stelle gut und gerne zu sehen, wo es reingeht. Das also quasi der Blick in den Euro, also Euro-US-Dollar. Das ist das Ganze an dieser Seite und wo wir ähm, gerade bei diesem Thema Euro-US-Dollar sind, möchte ich gerne nochmal auf eine Grafik eingehen, die ich heute Morgen mitgebracht habe. Und zwar hier an dieser Stelle äh, der Markt hier. Also, mal kurz, jetzt muss ich mal kurz gucken, ob ich hier das Richtige habe. Genau richtig. Also, was wir hier ähm, jetzt im Hintergrund sehen, ist ein, ein Chart, äh, der ist äh, von äh, Macrobond and Nodia erstellt worden. Ähm, und der zeigt uns gerade hier an dieser Stelle einfach mal an äh, die Entwicklung vom aktuellen Dollar-Index äh, gegen die äh, G9-Kurswährung. Äh, und da sehen wir natürlich eine massive Stärke, die wir jetzt hier an der äh, Schwäche, die wir jetzt hier an dieser Stelle haben. Und das ist genau das Bild, ähm, was hier äh, entsprechend auch gespielt wurde. Kurzen Augenblick. Ich will das ganz kurz mal noch zeigen. Ich habe das ja schon häufig hier morgens gemacht, dass man sich einfach mal äh, den US-Dollar Future anschaut. Und das machen wir hier einfacherweise momentan einfach mal noch äh, über. Das Finwitz-Tool, ich habe das auch schon gesagt, in Kürze ähm, habe ich da ganz andere Möglichkeiten hier ähm, bei Tickmill, aber solange ich das nicht habe, äh, schauen wir uns diesen äh, Markt einfach mal ganz kurz an hier, äh, den US-Dollar, und das ist halt der Index sozusagen, also der US-Dollar-Index, äh, den man da auch hernehmen kann. Was wir uns hier anschauen, ist ganz klar jetzt an dieser Stelle ähm, der Future, und hier sehen wir, das war die ganz, ganz lange Schwächephase ne? unten rein, und das dreht jetzt plötzlich um zur Oberseite hin, Nächstes Kursziel. 92 hier oben. Und das ist das, was das Bild hier untermauert. Und zwar ist es so, dass wir jetzt diese Erwartungshaltung haben. Also hier entsprechend das dunkelblaue ist die Entwicklung ähm, des US-Dollar gegen die G9-Währung. Und zwar haben wir hier äh, die Erwartungen über die nächsten zwölf Monate, die wir hier sehen. Und das ist das, was jetzt hochinteressant ist, äh, wo wir jetzt gerade auch schön nach oben laufen hier in diesem Bereich mit Rein. Das wird ordentlich nach oben gehen. Und warum ist das so? Man kann jetzt Sagen okay, die Charttechnik ist das eine. Äh, viele sagen auch okay, USA ist viel angespannter, die haben viel mehr Covid-19-Fälle und so weiter und so fort. Aber Leute, wir dürfen eins nicht vergessen: trotz der ganzen Misere, die in den USA unterwegs ist, zeigt uns die USA einfach mal wieder, wie es gehen kann. Ja? Die führen uns momentan so richtig schön vor. Warum? Wo kommt das her? Thema Impfen. Die sind viel, viel, viel schneller als wir das sind. Da kommen die viel flotter voran. Und was bedeutet das? Wenn man einfach nur mal diesen Punkt nimmt, dann haben wir hier einfach alleine dadurch die Wahrscheinlichkeit, dass wir gut und gerne eine Wirtschaft bekommen, ähm, die sich deutlich besser entwickeln kann als das, was wir hier bei uns in Europa sehen. Auch in Deutschland. Und das ist halt ein Punkt. Da wird die Wirtschaft wieder stärker wachsen. Und das ist wichtig. Das ist das eine. Das zweite ist das Thema Wirtschaftspaket. Auch da sind die Amis ganz anders unterwegs, als wir das hier in Europa tun. Wir haben in, in den USA momentan die aktuellen Verhandlungen um die Freigabe des Wirtschaftspaketes. Wir haben hier auf der Uhr, es wird wahrscheinlich ein Paket geben, so zwischen 1,2 und 1,5 Billionen. Ähm, ähm, das ist halt ganz klar äh, etwas auf der Uhr. Und wenn wir gerade die Verhandlungen zwischen Demokraten und Republikanern sehen, ähm, habe ich gestern auch in der Unterhaltung gesagt, es geht jetzt hier nicht. Nicht mehr darum, ob oder ob nicht. Ja, also die Rahmendaten, die stehen schon fest. Da gibt es auch ähm, nichts zu rütteln. Sondern es geht einfach jetzt nur noch um die Frage, wie viel an welchen Stellen. Und das ist ein ganz anderes Verhandlungsfeld, was wir da haben. Sodass wir hier schon mit guter Wahrscheinlichkeit davon ausgehen können, dass dieses Wirtschaftspaket auch kommen wird. Wird noch ein bisschen dauern. Man liest so in den Foren bzw. im Netz, dass das sich schon noch bis in den März mit hinziehen kann. Müssen wir sehen. Aber das wird auf alle Fälle kommen. Und das ist ganz klar zu sehen hier pro US-Dollar. Ja, das heißt, wenn die Währung dort stärker, die Wirtschaft dort stärker läuft, investiert man dort auch stärker. Und was hier noch mit dazu kommt ist das Thema der Berichtssaison. Das sind ja auch Themen, die spiele ich hier immer wieder, trotz dass wir immer mal die Währung oder stark natürlich die Währung hier im Blick haben, äh, weil sonst würden wir hier nicht über FX Trades sprechen. Ist es natürlich so, dass man auch schauen muss, was da in diese Richtung kommt und da sehen wir ganz ganz klar ähm, definitiv der Weg zeigt hier eher in die USA und das ganze stärkere Wirtschaft heißt, es fließt mehr Interesse in die US-Wirtschaft, es fließt mehr Geld rein und wenn wir uns die aktuellen ähm, Konjunktur bzw. Earnings, also die aktuelle Berichtssaison in den USA mal anschauen, die ist schon ganz vernünftig gelaufen, muss man sagen. Und auch die Ausblicke, das ist nicht von schlechten Eltern, was wir hier sehen. Und das ähm, zeigt schon etwas positiveres Bild in den USA. Und das ist sehr, 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 sehr gut. Was auch gut ist für Europa und für Deutschland, wenn der Euro wieder schwächer wird, ist das schon mal gut für den Export. Und wenn die Amis deutlich besser wachsen, dann ist das möglicherweise auch gut für den Export, weil wir mehr in die USA exportieren können. Die Leute kaufen mehr. Also da kann schon eins zum anderen kommen. Aber fest steht momentan eins, die Richtschnur ist in etwa so gegeben, der Ami gibt wieder mal den Ton vor. Und das ist das, was wir hier sehen. Und das untermalt so ein bisschen diese kleine Grafik, die wir hier an dieser Stelle schon haben. Also, das ist ganz klar ähm, zu sehen hier an dieser Stelle. Und ein ähnliches Bild hatten wir ja hier drüben schon mal an dieser Stelle äh, gehabt, da ging es auch deutlich nach unten und dann zogen die Expectations an und dann schauen wir mal hier, wo der US-Dollar hingelaufen ist. Also das ist schon ganz ordentlich. Das feit nicht davor, dass es irgendwann wieder den Rückschritt geben kann. Das ist ganz klar und auch absolut logisch. Aber momentan sieht es eher so aus, als wenn der Dollar momentan deutlich stärker ist. Also das Ganze hier an dieser Stelle ist schon sehr, sehr wichtig mit zu betrachten. Und damit gehen wir jetzt zurück äh, zu den Charts an sich, den Euro haben wir jetzt fertig entsprechend besprochen. Wir machen weiter mit dem Blick auf weitere Währungen Euro-Schweizer Franken. Schweizer Franken, japanischer Yen haben wir hier zunächst mit auf der Uhr. Und da schauen wir gleich einmal in den Tageschart vom Euro-Schweizer Franken rein. Den haben wir, wo ist er? Hier ist er, da ist er. Und wir brauchen jetzt momentan noch nicht den 15-Minuten-Chart, sondern wirklich erstmal ganz entspannt den Chart des Tages. Denn da sehen wir, was hier momentan los ist. Und was wir hier sehen. Ganz klar, wir hatten äh, den Chart ja schon mal besprochen, ich habe das hier oben noch drin gelassen, die Grafik, die wir hier vor geraumer Zeit hatten, hier äh, diese, diese Konstellation der Hochs in diesem Bereich auch und die Tatsache, wo diese äh, verortet gewesen sind, war schon ein ganz, ganz klares Schutzsignal an dieser Stelle. Das war das eine. Das zweite, was wir hier in diesem Chart mit auf der Uhr haben können, äh, ist die Tatsache, dass wir hier tatsächlich ähm, aufwärts trennten, jetzt wieder aus der Korrektur nach oben raus. Ne? Wenn ich das mal ganz kurz... Rein mache, schaut mal hier. Da haben wir schon ganz klar zu sehen. Wir sind hier momentan verortet in einem Aufwärtstrend ähm, und der hängt hier so ein bisschen in diesem Level um die 1,08 bis 1,10. Ne? Das ist aktuell das Level. Und hier ist es jetzt mal ganz interessant hinzuschauen, denn wenn man sich mal den größeren Kontext anschaut, dann sieht man schon ziemlich stark. Schaut mal hier, da ging es jetzt ziemlich stark nach unten. Und jetzt sehen wir die Korrektur zu diesem starken Down-Move als Trend mitlaufen. Aber nichtsdestotrotz, wir schwächeln hier oben. Also ich sage mal ganz grob die Richtschnur zwischen... Ähm 1,0810 und 1,0830 hier oben ist so ein, so, ein, so, ein, so ein Auffangbereich, so ein Widerstandsbereich. Ähm, und wenn der nach unten nachhaltig verlassen wird, dann sollte man sich schon auf die Unterseite setzen. Und das ist genau das, was wir hier sehen aktuell. Nein, wir machen uns mal kurz im 4-Stunden-Chart. Wir sehen es hier ganz, ganz deutlich. Also hier, ich skizziere es einfach nochmal ein oder man kann es hier vielleicht sehen, wenn ich den Zeitrahmen reinmache. Ja, passt auf. Das Bild, was wir hier sehen, schaut mal hier, das ist Abwärtstrend, das ist die Korrektur. Das ist natürlich ein Trend, der hier nach oben läuft, deswegen wird der hier grün angezeigt. Also das zeigt immer die aktuellen Trends, aber nichtsdestotrotz, wenn wir das mal wegnehmen hier diesen Trend, dann sehen wir einfach eins. Der Markt läuft hier korrektiv nach oben und wenn der Markt rumdreht, also das, was ich hier gleich mal skizzieren werde, dann ist das natürlich ein sehr sehr gutes Zeichen dafür, dass wir wieder runterlaufen und das ist ja das, was wir hier sehen. Das war die erste initiale Phase, die ist jetzt durch. Und was jetzt als nächstes kommt, wird die Entscheidung sein, ob es wirklich runtergeht oder nicht. Das heißt im groben Bild, hier nach unten, nach oben. Jetzt haben wir hier so eine Art Dreieck drinnen liegen. Und wenn das nach unten verlassen wird, erster Anlaufpunkt hier, diese Phase hier unten. Und wenn das der Abwärtstrend wird, dann haben wir hier in den vier Stunden wieder einen Trend, der in Richtung dieser Markphase läuft. Und dann haben wir ganz klar... Die Anlaufpunkte unten drinnen auf der Shortseite, das heißt, mal hier dieses Level, dieses Schublevel zur Oberseite hin. Und dann unten die Supportbereiche. Wir machen das gleich mal fertig hier mit den entsprechenden Markern. Das heißt, wo fangen wir unten auf? Jetzt ist es erstmal wichtig, hier muss gebrochen werden. Das heißt, wir müssen fallen unter die Marke von 1,08. Damit ist das Ganze dann initiiert. Nächster Auffangbereich hier 1,79 um die 60 in diesem Drehbereich herum. Und danach haben wir hier die Trendtiefs unten liegen. Also hier der Bereich in etwa von 1,075 in diesem Drehbereich hier unten rum und dann haben wir schon hier die 107370 den großen Auffangbereich mit da und wenn das dann kommt dann muss man sehen was unten wird denn wenn wir uns das Thema mal auf tagesbasis anschauen dann stehen wir schon wieder hier unten in diesem großen Support-Bereich Und das ist halt der Bereich, wo hier die Range momentan auch vorgegeben wird. Und da wird es wirklich interessant. Aber es ist eine gute Tatsache zu sehen, was hier passiert. Und wenn wir hier tatsächlich nach unten ausbrechen, dieses Dreieck, was ich gerade skizziert hatte, das sieht man auch sehr, sehr schön hier im größeren Bereich. Das wäre dann schon eher das Schutzsignal für die Unterseite, um das Ganze nach unten mit aufzubauen. Das ist der Blick in Euro-Schweizer Franken. Und damit gehen wir weiter in das Währungspaar Schweizer Franken-Japanisches Yen. Zwei Safe-Haven-Währungen. Ja, früher hat der eine oder andere gesagt: sowas tradet man doch nicht. Aber ich bin der Meinung, Warum soll man das nicht traden, wenn man eine schöne Bewegung bekommt und wenn man mal sieht, dass diese Währung hier von 105 auf 118 steigt. Meine Güte, das ist doch genug Raum äh, zum traden und wenn wir uns das Ganze jetzt mal anschauen wollen hier, das ist die Woche, wir gehen allerdings erstmal in den Tag rein dann sehen wir hier oben gerade auch wieder eine Range. Und die haben wir hier oben um die 116,30 knapp liegen an diesem Bereich. Unten also der Boden und oben der Deckel, den haben wir gehabt hier um die 118. Und da sehen wir, kommt der Markt auch ziemlich deutlich ähm, wieder runter. Und das ist jetzt wirklich hochinteressant zu sehen. Denn hier wird sich in Kürze entscheiden, wo die Reise weiterhin geht. Entweder wir bleiben in der Range, und das ist die gute Nachricht für die Kurzfrist-Trader, wenn wir hier in dieser Range bleiben, dann haben wir gute Chancen unten abzuprallen und erstmal wieder etwas nach oben zu laufen. Also so, wie wir es hier gesehen haben. Deswegen bespreche ich das heute Morgen schon. Bitte, das ist ein guter Titel für die Watchlist, denn wir sehen hier oben schön den Schub von oben nach unten. Ich skizziere es mal ganz kurz hier in blau mit dieser blauen Linie. Das ist das, was wir sehen. Und wenn wir uns das mal kurz in den 15 Minuten anschauen wollen, also wirklich mal in die kleine Zeiteinheit reingehen, dann sehen wir es. Hier ist der Trend zur Unterseite hin, ähnlich wie wir das hier gesehen haben, ähnlich wie wir das hier gesehen haben. Und wenn wir dann hier unten plötzlich wieder die Aufwärtsphase bekommen, das heißt, dass dieser Trend, der hier ist, gebrochen wird äh, und wir trendig wieder nach oben laufen, das wäre dann hochinteressant zur Oberseite. Noch ist das nicht so weit, wenn wir uns das Bild mal ganz kurz anschauen wollen. Wir haben hier in der kleinsten Zeiteinheit den äh, Abwärtstrend natürlich absolut intakt. Da? Das heißt, wir schwanken hier runter. Ich zeichne mal kurz das letzte ein hier, Bewegung. Da haben wir sie. Und das, was wir hier jetzt sehen, ist einfach nur äh, die Korrektur an dieser Seite. Aber in dem Moment, in dem wir hier unten drunter durchbrechen, ähm, dann ist es so, da bekommen wir wieder den Gegentrend hier an dieser Stelle, hier an diesem Punkt. Dann haben wir den Abwärtstrend wieder da. Das wäre also Fortführung dieser Abwärtsdynamik hier. Und da wird es halt interessant, sollten wir irgendwann rumdrehen, werden wir genau hier in den kleinen Zeiteinheiten zuerst dieses Szenario finden. Und wenn der Abwärtstrend vorbei ist, dann kann man sich relativ gut und gerne auf die Seite stellen und sagen: Jetzt geht's es. Rein und jetzt können wir wieder Richtung Median bzw. Oberseite der Range entsprechend treten. Das wäre mal der Blick innerhalb der Range. Jetzt gehe ich noch mal kurz in die vier Stunden zurück. Schauen wir uns die Range mal eben noch im vier Stunden Chart an. Dann sehen wir aber auch, sollte es tatsächlich unten drunter durchbrechen, dann ist diese Korrekturformation, die wir jetzt hier oben seit einer geraumen Zeit schon sehen, also diese starke Seitwärtsphase über die Zeit hier. Wenn die nach unten rausgenommen wird, dann haben wir die Anlaufpunkte auf der Unterseite schon mal da. Und der nächstgrößere Anlaufpunkt wäre hier dieser kleine Umschwungbereich hier an dieser Stelle, beziehungsweise hier die Zwischentiefs, die wir da haben. Um die 114, ähm, Paar eine 60, Anfang 70. Und dann hier unten das größere 113, knapp 78. Und dann hier kann man das Ganze schön an die kleinen Zwischentiefs unten noch einmal dran ziehen. Da sehen wir, da haben wir viel, viel Luft zur Unterseite. Das könnte ein interessanter Swing werden hier. Das bleibt da sehr, sehr spannend. Und für diejenigen, die sich sagen wollen, okay, wo kann ich denn jetzt eine Entscheidung hernehmen, was den Markt entsprechend jetzt hier tendieren würde. Wir haben den Schweizer Franken und wir haben den japanischen Yen. Und die Tatsache, sozusagen, dass hier der Markt nach unten durchrauscht, der würde sozusagen dadurch beeinflusst werden, dass sozusagen hier der japanische Yen plötzlich wieder stärker wird. Und dann äh, Gewicht auf diese Seite bringt und dann fällt der Chart natürlich nach unten ab oder der Schweizer Franken wird entsprechend schwächer. Auch da geht es dann nach unten und dann könnte es ordentlich nach unten durchgehen. Und auch da hilft wieder so ein bisschen der Blick in äh, die Währungsfutures. Ne? Und wenn wir da uns mal den Schweizer Franken anschauen, ich habe es ja gerade gesagt, eine Schwäche im Schweizer Franken würde die Währung nach unten bringen. Das heißt, wenn sich das jetzt massiv nach unten ausweiten sollte, und die nächsten Ziele haben wir ja hier auf der Kursunterseite, ich sag mal, die 108, 109 sind hier durchaus drinnen im Schweizer Franken. Das würde natürlich dazu sprechen, oder dafür sprechen. Dass wir sozusagen die Ausweitung bekommen. Hier plötzlich eine Stärke rein, würde eher dafür sprechen, dass wir innerhalb der Range bleiben. Das ist der Blick auf den Schweizer Franken. So, wenn wir uns jetzt den Yen anschauen, da sehen wir hier schon mal ein ähnliches Bild und nicht überrascht sein, das Bild ist tatsächlich ähnlich. Das ist der Yen. Der Yen ist allerdings von der Art und Weise her, wo er gerade steht schon in einem Supportbereich angekommen. Das heißt, hier unten ist es, wenn wir uns nochmal kurz den Schweizer Franken anschauen wollen, der Schweizer Franken, der hat noch mehr Luft nach unten. Ja? Da könnte es durchaus sein, dass sich hier diese Schwächephase weiter ausdehnt. Und da könnte es natürlich den Schub zur Unterseite geben. Aber wenn der Yen jetzt hier an dieser Stelle hier nach oben abprallt, dann wird sozusagen der Yen plötzlich wieder stärker. Und das spricht dann quasi dafür, dass wir hier die Unterseite bespielen. Und da kann man so ein bisschen das Gefühl dafür bekommen, ähm, wohin sich so eine Währung entwickeln kann. Und das ist natürlich sehr, sehr wichtig. Also das heißt, wenn es hier tatsächlich nach oben geht, würde das entsprechend Schweizer Franken, Japanischen Yen nach unten drücken. Ja, und dann haben wir den Weg nach unten frei. Da kann man so ein bisschen ein Gefühl dafür bekommen, wie es laufen kann. Und das hilft dann dem einen oder anderen vielleicht in der kurzfristigen Entscheidung zu dem Ganzen. So, jetzt kommen wir an dieser Stelle noch zum Wunschmärkten. Ich sehe auf äh, Facebook momentan äh, nichts. Den letzten Kommentar, den ich hier habe, den habe ich vom Christian vor 17 Minuten. Moin Christian, ja, heute warst du letzter. Mehr sehe ich momentan nicht. Also wenn jetzt jemand hier eine Frage gestellt hat, ich hatte gestern auch so die Herausforderung im Facebook, dass die Fragen nicht durchgekommen sind, dann sorry dafür. Ich weiß nicht genau, was die Lose sich bekommen. Auch angezeigt, dass das Video nicht abgespielt werden kann in der Vorschau. Ich hoffe aber Bild und Ton passen und das Ganze wird ordentlich, vernünftig übertragen. Wir machen weiter. Zunächst kurz mit dem Wunschmarkt: Britisches Pfund, kanadischer Dollar. Und dann gehen wir entsprechend äh, noch auf die großen Indizes an dieser Stelle ein. Das heißt, hier zunächst der Blick, nein, nicht das wollte ich klein haben, sondern das. Zunächst der Blick in die Währungen. Britisches Pfund, Schweizer, was war es gewesen? Schweizer Franken, nein, kanadischer Dollar. Pfund Dollar, kanadischer Dollar, britischer Pfund, kanadischer Dollar. Habe ich hier noch gar nicht offen, dann machen wir es neu auf. Marktübersicht. So, Pfund kann Dollar, da ist er. Schauen wir uns mal an. 15 Minuten. Na? Schöne hohe Konsolidierung hier, aber wir wollen jetzt nicht die 15. Wir machen erstmal zunächst den Einscan ins große Bild, aber wir sehen im großen Bild hier auch schon die Abwärtsphase und hier oben das Widerstandsniveau, das schauen wir uns gleich mal an, wo das Ganze entsprechend herkommt äh, und das Ganze hier mit anzuschauen. Übrigens, wer Wunschmärkte gibt, äh, passt. Ah, ich sehe gerade auf Facebook, da ist alles okay, dann gibt es heute wirklich keine Fragen. Auch nicht schlimm. Heißt also zunächst der Blick in den Tag rein. Und was wir hier im Tag sehen, ist interessant. Hier oben die Verordnung im Widerstandslevel, ungefähr hier oben um die Marke. Äh, hier haben wir es drinnen. Grob geschwungen hier. Ne? 1, naja, 76,5. Kann man oben mal durchaus hier locker nehmen. Das ist das, wo der Deckel oben drauf ist. Hier sehen wir jetzt eine ordentliche Abwärtsbewegung. Und da sehen wir ein was sehr, sehr Interessantes. Und zwar, dass wir zwar hier oben äh, dieses starke Widerstandslevel haben, aber wir hier unten einen extrem starken Boden haben. Und von diesem Boden ist der Markt deutlich nach oben raufgesprungen. Also, das heißt, dieses Level hier, ich mache es mal grün, das hat dazu geführt, dass wir hier im Kleinen einen Aufwärtstrend haben und dieser Aufwärtstrend ist halt momentan richtig. Das heißt, das, was wir hier sehen, ist das, was schön äh, nach oben äh, drauf geht. Und wir sehen hier momentan den Ausblick aus der korrektiven Flagge an dieser Stelle. Und das ist wichtig, dass wir das haben. An diesen Punkten sehen wir hier natürlich ganz klar hier den Widerstand, hier die Korrektur. Und diese Korrektur ist halt in diesem Trendkanal abgelaufen. Und da sind wir jetzt ausgebrochen. Und da wird es jetzt hochinteressant, wie es weitergeht. Deswegen gehen wir jetzt hier mal kurz in den Stundenchart rein. Und da sehen wir es. Schaut mal hier, das war der Abwärtstrend, den wir hier gehabt haben. Der ist hier definitiv rausgenommen. Hier war das letzte Zwischenhoch in diesem Bereich. Ähm, und das ist jetzt der Punkt hier. Das war die Bruchmarke. Da ging es dann von abwärts auf aufwärts. Und jetzt sind wir hier massiv in den Schub nach oben gegangen. Also hier zunächst stark nach oben. Dann die korrektive Phase. Und jetzt ist es halt wichtig, nicht hier drunter zu fallen, äh, sondern, und das wäre ein, ein cooles Zeichen von Stärke, direkt drüber zu gehen und den Bereich hier oben rauszunehmen, also hier oben über die Marke von ähm, 17510 drüber zu laufen, dann können wir uns hier in Richtung dieses Hochs, was wir hier drüben haben, weiter orientieren. Und das wäre dann tatsächlich der Ausbruch. Und wenn wir das am Laufen haben, dann können wir an dieser Stelle sagen, jupp, jetzt kann es weitergehen nach oben. Das wäre dann hier dieser Top-Bereich. Und wenn wir hier tatsächlich die Stärke sehen, dann wären mal die nächsten Anlaufpunkte auf der Oberseite hier die kleinen Zwischenhochs, die wir hier haben, ganz grob um die Marke von 1,77. Das ist mal entsprechend die Long-Seite, wenn es dort nach oben geht. Ansonsten noch mal kurz in den Stundenchart rein. Sollten wir hier oben abprallen, das heißt kein neueres Hoch machen, sondern eher die Unterseite befeuern, dann hätten wir hier ganz klar den Weg erstmal nach unten offen und dann stellt sich die Frage, <laughs> der kleine neue Abwärtstrend, wäre das dann die Fortführung des größeren Bildes und da muss man dann ganz klar konstatieren, ja, ist es denn, wenn wir uns dieses Bild mal anschauen, hier an dieser Stelle, das ist der Trend der Korrektur im größeren Bereich, ne? auch wenn das kleine hier, dieses hier, was wir hier sehen, Stück für Stück zu Ende gegangen ist, hier der Bewegungsarm rausgenommen worden ist, das haben wir immer noch die Tatsache, dass das größere Bild halt hier oben den Stopp hat, also hier oben an diesem Bereich. Und dann würden wir jetzt hier an dieser Stelle rumdrehen, mitten einem Abwärtstrend nach unten laufen. Und dann wäre die Wahrscheinlichkeit eher gegeben, dass wir zunächst erstmal eine Ausweitung zur Unterseite bekommen. Und der Auffangbereich, den haben wir halt dann ganz klar mal hier unten an dieser Seite, also hier in diesem Drehlevel, wo der Auffangbereich hier ist. Das wäre mal dann der nächste Anlaufbereich. Also das wird interessant. Genau hinschauen. Schöne Verordnung gut gesehen. Vielen Dank für die Frage an dieser Stelle. So, damit hätten wir auch britischen Pfund, kanadischen Dollar besprochen. Und wir machen jetzt weiter äh, an mit dem Chart. Ach, was haben wir hier noch? US-Dollar, China. <laughs> nice. Hey Mann, das ist echt klasse. Wir gucken mal ganz kurz rein. Mal gucken, wo ist er denn hin? Hier haben wir. Ihn. <laughs> hey, ist das, ich bin so happy, dass man sich mal wieder auf diesen Markt hier wagt. Gibt ja immer mal ein paar schöne Bewegungen hier. Kurzen Augenblick, schalte es bloß mal kurz um in den Passivmodus. <laughs> Sehen wir hier ganz klar der Tag, die Stunde. Brutal abwärts gerichtet. Alles komplett nach unten. Ne? Das ist also ganz klar, da sehen wir, wo es hingeht. Ich mache mal kurz den Monatschart auf, ähm, beziehungsweise die Woche reicht da auch. Also wir sehen, wir haben noch verdammt viel Luft bis runter. Der nächste Auffangbereich, der ist hier unten irgendwo im Bereich zwischen 6,20 und 6,25. Da ist verdammt viel Luft. Und wenn wir mal schauen, auch hier kurzfristig, wenn wir hier unter das Vorwochentief fallen, ist der Weg nach unten weiterhin offen. Nächster kleinere Anlaufpunkt hier, ganz unten dort an diesem Bereich, die 60, 41 in etwa. Und danach ist viel Luft zur Unterseite. Charttechnisch erstmal hier in diesen Drehbereich rein, so knapp um die 6,35 bis hier in diesen Drehbereich rum, 6,32 in etwa. Da ist viel, viel Luft da. Und wenn wir uns das mal auf dem Tageschart anschauen wollen, dann sehen wir es hier auch ganz klar, Abwärtstrend ist da. Hier die kleine Korrektur ist trendig nach oben gelaufen, das sehen wir hier. Aber dieser Trend ist mittlerweile rausgenommen. Und dann sehen wir jetzt hier die Korrektur. Und die Korrektur ist auch an einer sehr, sehr interessanten Stelle mit verortet. Denn an dieser Stelle hier müssen wir mal schauen. Schaut mal hier. Das ist der letzte Verkaufsbereich hier. Und genau dort fängt der Markt wieder an. Struggling. Hier kommen wir nicht mehr richtig hoch. Wird jetzt hier allerdings übers Tageshoch gekauft, dann können wir uns erstmal wieder ein bisschen auf der Oberseite ähm, orientieren. Hier das Verkaufslevel auf Tagesbasis, die Marke um die 6,50, 54, 55 rum. Das wäre interessant. Dann wäre es eine Ausdehnung zur Oberseite und dann könnte man sich erst einmal hier dann Richtung hier oben rein um die 6,54, 50 orientieren. Kriegen wir aber die Schwäche rein? Jetzt gehe ich mal kurz noch in den 4-Stunden-Chart. Viel tiefer will ich hier nicht gehen. Das wäre dann natürlich ganz, ganz klar der Bereich, dass wir hier unten drunter durchrutschen, hier die Trendfortsetzung machen und dann wäre es halt auch hier die korrektive Phase zu Ende. Und dann müssen wir uns orientieren hier unten an diesem Bereich. Also Kurse unter ähm, 6, äh, 4, äh, 45, 50 in etwa würden ganz klar dafür sprechen, dass das Bild auf Tagesbasis hier weitergeht. Das Tagestief wird abverkauft und dann haben wir eher. Die Range zur Unterseite hin, das ist das, was wir hier sehen. Umgekehrtes Bild quasi. Raus aus der Korrektur. Momentan haben wir sie noch am Laufen. Und wenn diese Kerze tatsächlich unterm Tief abverkauft wird, haben wir eine schöne Umkehrkerze und dann können wir den Weg nach unten traden. Ja? Das ist der Blick in diese Seite. Jetzt ist allerdings die Frage, hier wird nach der Langfristigkeit gefragt. Und das ist so ein bisschen so ein Thema. Ja, das ist gerade bei dieser Währung ein bisschen schwierig ähm, zu beurteilen, äh, weil die Chinesen haben schon viele Möglichkeiten, so eine Währung äh, entsprechend auch äh, zu bewegen, wie andere Notenbanken natürlich auch. Aber man weiß nie genau, was es wird. Das heißt, ähm, ich sage mal so: Aus der klassischen Charttechnik heraus würde ich sagen, sollte irgendwann auch mal eine Korrektur einsetzen. Ja, weil wir haben jetzt hier, wenn wir uns das mal anschauen, wir laufen quasi seit, wo haben wir es gehabt, seit Mai 2020 laufen wir hier mehr oder weniger am Stück nach unten, ohne dass wir eine Korrektur gesehen haben. Und wenn wir uns das mal aus der Vergangenheit auch anschauen, es gab äh, bei Aufwärts- oder auch bei Abwärtsphasen immer schon Korrekturen. Hier auch hatten wir eine wahnsinnig starke Aufwärtsphase. Die wurde dann auch mal korrigiert. Das ist etwas, da würde ich sagen, hier an dieser Stelle. Es wird auch irgendwann mal Zeit für eine Korrektur. Und wenn wir die dann haben, könnte die sich schon ein Stück weit nach oben ausdehnen. Und im mittelfristigen Bild wäre das mal durchaus dieser Bereich hier oben, der da interessant wäre. Warum ist das der Bereich, der interessant ist aus charttechnischer Sicht gesehen? Hier war es die Unterstützung und hier sind wir in diese Unterstützung reingelaufen und haben hier erstmal noch ein bisschen hin und her geplänkelt bevor es dann stark nach unten ging. Und das wäre mal ein interessanter Bereich für eine Korrektur, hier oben reinzulaufen und dieses Level hier oben um die Marke von ungefähr 670, 665 ähm, bis äh, 670 anzulaufen, das wäre schon interessant. Dazu muss es allerdings Kurse über dieser Kerze hier geben, also über diesem Wochenhoch, über dem Vorwochenhoch. Das brauchen wir. Das wäre dann mal so ein bisschen eine Ausdehnung zur Chart-Oberseite. Und dann würden wir halt charttechnisch auch einen kleinen Aufwärtstrend sehen auf der Tagesbasis. Also, das heißt, das skizziere ich mal ganz kurz an. Also, dieser Bereich hier, das wäre dann quasi, wenn wir jetzt tatsächlich von unten hier nach oben rauskommen, über das Hoch der Vorwoche, würden wir auf Tagesbasis einen Trend nach oben sehen. Und der hat dann durchaus das Potenzial hier in diesen Bereich mit reinzulaufen. Das mittelfristige Bild ist da. Also wir haben durchaus Potenzial nach oben und nach unten. Rein aus charttechnischer Sicht wäre es nicht ungewöhnlich, hier mal ein bisschen hoch zu gehen. Aber you never know. Wir müssen schauen, was der Markt macht und uns nach dem Markt entsprechend richten. Das zu den Währungen. So, dann kriegen wir hier noch rein. Ähm, Gold. Das Gold, liebe Leute. Wah, Moment. Vorher will ich mal kurz auf Silber eingehen. <laughs> ich sag's immer wieder, Leute, was hochsteigt, kann verdammt tief fallen. Und hier sehen wir es wieder. Die Reddit-Gemeinschaft hatte sich ja zusammengetan, zumindest munkelt man, um den Silberpreis nach oben zu prügeln. Da wird schon viel Wahrheit dran sein. Wir sehen's, es ist jetzt nichts mehr da. An Kaufkraft und wir haben hier die Chartanalyse auch durchgemacht. Nächster Auffangbereich aus der Korrektur hier oben war dieses Kauflevel um die Marke von 26. Da haben wir eine Punktlandung gemacht. Jetzt laufen wir wieder oben rein hier in die Korrektur. Da würde ich mal sagen, kann man sich hier äh, an diesen Stellen auch ein bisschen orientieren, an den Zwischenhochs 1, 6, äh, die 26,93 in etwa und dann hier oben dieser Bereich um die 27,15 Dreh rum. Das wäre mal ein gutes Korrekturlevel. Sollten wir schon vorher rumfallen und diesen Bereich von 26 Dollar wieder ab. Verkaufen geht es hier unten weiter. Auffangbereiche haben wir da. Mal schauen, äh, was der Markt macht. Vielleicht nehme ich Silber äh, ins Research am Sonntag mal mit rein, ähm, um das hier zu sehen. Weil wenn man ins große Bild schaut, sieht man auch, was nach unten am Potenzial da ist. Also, das ist spannend. Jetzt gehen wir aber zum Gold. Will da nicht so viel rumlabern. Gold hier. Äh, Moment, das ist Öl. Hier haben wir Gold. Der Goldpreis. Schön nach unten gelaufen. Schöner Abwärtstrend ist da ordentlich in die Bewegung reingelaufen. Wartet mal, ich mache mal ganz kurz den Chart noch ein bisschen sauber. Damit wir ein bisschen besser sehen können, was hier los ist ähm, an dieser Stelle. Denn es ist ja wichtig zu sehen, was los ist. Und wenn wir uns mal den Trendverlauf hier anschauen wollen, ähm, dann sehen wir schon ganz, ganz klar, der ist hochdynamisch abwärtsgerichtet. Also, das heißt, wir haben auf Tagesbasis einen Trend. Äh, wir haben in den untergeordneten Zeiteinheiten einen Trend. Alles schön abwärtsgerichtet. Wir sehen auch hier das wichtige Level einfach nach unten abverkauft werden. Und das ist das, was ich gesagt hatte. Sobald der Dollar wieder stärker wird, wird der Goldpreis wieder in den Keller gehen. Und das ist genau das, was wir hier an dieser Stelle sehen. Diese Korrelation funktioniert weiterhin sehr, sehr, sehr gut. Ähm, interessant zu sehen, wo wir aufgedutzt sind. Hier unten schaut mal, aus der letzten Chartbesprechung haben wir dieses kleine, diesen kleinen blau markierten Bereich auch noch mit drinnen. Die Marke von 1789,90 in etwa sehen wir hier. Dieser Drehbereich hat gehalten. Da ging es dann kurzfristig erst einmal nach oben. Wenn mich jetzt jemand fragt, wo es hingehen kann, ich würde sagen, wenn wir ein bisschen Korrekturausweitung sehen, zunächst erst einmal hier übers Tageshoch von heute Richtung 1819. Dieser Ausbruchsbereich hier an dieser Stelle wäre erstmal interessant. Das nächste Level, was wir dort an dieser Stelle weiter mit in Bezug nehmen sollten, wäre mal hier. Dieses Trendfortsetzungslevel dort oben an dieser Stelle hier, dieser Punkt um die Marke von, naja, ich sag mal knapp 1830 rum in etwa. Das wäre mal ein interessantes Level. Das sehen wir auch schön, wenn wir uns die kleineren Zeiteinheiten anschauen. Ich gehe mal kurz in die Stunde. Ähm, da sehen wir die starke Abwärtsdynamik ne? hier in den mehreren Bildern. Hier trendet alles nach unten, das Größere sowie auch das Kleinere. Und jetzt sehen wir hier halt eine sehr, sehr schöne Korrektur am Laufen. Und da sehen wir halt auch die Level, äh, die ich gerade auch gezeigt habe. Hier 1810, erster Anlaufpunkt. Wenn das rausgenommen wird, ist der Weg nach oben hin erstmal frei hier ähm, Richtung der grün markierten, des grün markierten Bereichs um die 1820 und dann zunächst dann hoch bis 1831. Da haben wir hier auch noch ein paar Zwischenhochs, die in diesen Bereichen mit drin liegen. Das heißt hier die Bereiche nochmal... Unabhängig von den größeren Schwungbereichen sehen wir hier auch die Zackerti Korrektur korrekturhochs um die 1820 und 1827 Punkte auf dem Weg nach oben. Das ist der Blick in Gold. Also kurzfristig durchaus interessant zur Seite nach oben. Aber sobald der Markt hier wieder am rumdrehen ist, das heißt, wenn die korrektive Phase zu Ende ist, also das, was wir hier am Laufen haben, und da bitte wieder in die kleineren Zeiteinheiten reinschauen, wir sehen hier schön den Trend nach oben laufen. Hier gab es jetzt den Spike nach oben. Sobald es hier wieder einen Abwärtstrend gibt, wäre das ein Signal, nach unten zu laufen. Oder aber, wenn dieser Markt jetzt noch ein Stückchen hochläuft und äh, den Aufwärtstrend entsprechend fortsetzt, dann haben wir schon hier auch die Chance zu sagen, okay, ähm, dann haben wir hier einen korrektiven Trend gehabt. Der lief hier schön nach oben, jetzt hier schön raus die Bewegung hier. Das letzte kleine Stückchen. Und wenn wir dann irgendwo so ein Bild sehen, äh, dann ist das gleiche, dann ist der Trend beendet und dann ging es runter. Allerdings, wenn man solche starken Phasen hat und keinen, ähm, sage ich mal, kein neues Zwischentief bekommt, sondern das hier unten ist, dann wäre das erste Indiz tatsächlich der Abwärtstrend an dieser Stelle, wo wir dann sehen, jetzt geht es wieder in Richtung der übergeordneten Trendgrößen. Und das ist dann genau das Umkehrsignal mit Blick in den Chart von Gold. So, haben wir. Wunschmärkte läuft. Leute, ich freue mich. Empfehlt das ruhig auch weiter. Ich hoffe, es hilft euch, wenn wir uns diese Märkte anschauen. Wir machen jetzt mal noch die Index-Schau. Das heißt, wir schauen uns mal die Party an, die hier am Gange ist. Und die ist nicht von schlechten Eltern. DAX über 14.000 Punkte. Das ist doch etwas, das konnte sich vorige Woche, äh, konnten sich vorige Woche nur die wenigsten vorstellen. Aktueller Wert 14.057. Schauen wir kurz in den Tag rein. Bitte nicht schockiert. Die ganzen Linien, die hier drinnen liegen, sind nun mal da. Wir sind hier über die 14.000 Punkte Marke rübergegangen. Es wird für heute relativ spannend, wie es weitergeht. Wir sehen momentan... Zur Markteröffnung verkauft der Markt ein bisschen ab. Ganz klar, wir sind in den letzten Tagen auch wirklich massiv angestiegen, sind hier bis knapp ans Allzeithoch rangelaufen. Im Tageshoch haben wir heute äh, schon die Marke von 14.100 Punkten überschritten. 14.101 war das Hoch. Das Allzeithoch ist nicht mehr weit weg. Also es würde mich nicht wundern, wenn wir hier übers Wochenende hin eine Konsolidierung bekommen. Wichtig wäre es jetzt, dass wir hier die Marke von 14.000 ähm, halten. Das wäre ein extrem starkes Zeichen dafür. Aber aber wenn wir hier ein bisschen Abverkauf bekommen sollten, dann können wir uns an den kleinen Zeiteinheiten orientieren, wo es hingehen kann. Das heißt, das Bild, was wir hier jetzt an dieser Stelle sehen, ich ziehe mal ganz kurz hier was Grünes hoch. Hier unten, das hier ist der kleine Supportbereich um die Marke von 14.040 Punkten. Wenn der unterschritten wird, dann sehen wir hier, ich mache mal kurz die Trenderkennung an, hier trendet es hoch. Wenn das jetzt nachhaltig unterschritten wird, dann haben wir den Abwärtstrend und zwar den korrektiven auf der Uhr und jetzt nehme ich hier mal die wichtigen Marken kurz mit raus hier, dass wir ein bisschen Platz zur Unterseite haben, was wir hier nicht brauchen. Das heißt, die Marken, die jetzt für uns interessant werden im kurzfristigen Intraday-Bereich, sollten wir die 14.040 verlieren, dann hier. Der große Ausbruchsbereich um die 13.990. Dann haben wir hier unten das Zwischentief um die 13.955. Beziehungsweise hier das nächste Zwischentief um die 13.900-Punkte-Marke. Äh, das sind also die Level unten ran, wenn es Korrektur gibt. Und das wird sehr, sehr spannend. Wir sind halt schön durchgelaufen. Und wenn es da zum Wochenende mal ein paar Gewinnmitnahmen gibt, dann ist das so. Die findigen Trader, die hier im Kurzfristbereich arbeiten, die legen sich einfach auf die Lauer, was hier oben passiert. Und wenn es tatsächlich hier den Rutsch unten drunter gibt, haben wir ja schon die nächsten Anlauflevel. Und für diejenigen, die sich noch kurzfristiger interessieren, schauen wir uns einfach jetzt nochmal im 15-Minuten-Chart den Durchmarsch hier seit dem Tief bei 13.955 Punkten an. Da haben wir nämlich schön die Level, die wir als Zielplanung mitnehmen können. Schaut mal, und da sehen wir es hier auch. Da kann ich sogar noch ein bisschen anpassen. Fein Machen, beziehungsweise ich nehme mir einfach mal so eine Linie hier, mache die magenta farben Das heißt, das betrifft dann das Untergeordnete. Und in diesem Untergeordneten sehen wir halt auch noch ein paar Zwischenanlaufpunkte. Und die haben wir hier liegen. Schaut mal, das wäre mal hier das Ausbruchslevel Nummer 1, die Marke von 14.012. Und dann können wir uns weiter nach unten orientieren, schön an den Zwischentiefs. Und da haben wir auch ein paar kleinere liegen, die durchaus relevant sind hier von dem Schwung. Von unten nach oben hin und das wären dann die Marken um die 13.972 in etwa und hier drüben die 13.960. Das der DAX quasi und damit gehen wir eben mal noch zu den US-Indizes und da natürlich wie immer sehr sehr gerne zunächst der Blick in den NASDAQ und wir sehen es. Wir hatten ja die NASDAQ-Analyse auch da. Es gab den kurzen Rücksetzer. Dann hier unten im Auffangbereich äh, um die 13.400 Punkte sofort wieder das Kaufinteresse. Und jetzt stehen wir hier und heute im Tageshoch hat der NASDAQ schon wieder ein neues Allzeithoch gemacht. Das letzte hatten wir liegen bei 13.606, heute das Hoch 13.623. Also da sieht man mal, die Party ist hier weiter im Gange aber auch da muss man sagen vor dem Wochenende ist es nicht selten so gewesen dass man Gewinnmitnahmen hat und diese Gewinnmitnahmen das schauen wir uns mal ganz kurz im Kleinstbereich an das heißt wir schauen mal hier auf dieses Stückchen Weg von unten nach oben eben mal in den Stundenchart rein und da sehen wir hier schön den Auflauf und für uns das interessante fürs Intraday Bereich ist es jetzt hier mal die Strecke anzuschauen vom Tief hier bei 13355 bis nach oben hin und da sehen wir halt die Anlaufpunkte hier natürlich zunächst erstmal da oben das Allzeithoch. Aber wenn wir uns das trendige mal anschauen wollen, hier an dieser Stelle, das zeige ich auch gleich mal nochmal ein. Das ist der Trend, den wir hier nach oben haben mit den steigenden Hochs und den ansteigenden Tiefs. Und da können wir uns dran orientieren, sollten wir hier unter dieses Zwischentief hier fallen, wo haben wir es liegen, bei 13.567 ähm, Zählern da ist das Tief, wenn das gebrochen wird, ist dieser Bewegungsarm erstmal in seiner korrektiven Phase und da können wir uns dann tatsächlich weiter nach unten orientieren und das nehme ich einfach jetzt mal kurz zur Hand und orientiere mich mal ein bisschen an den Zwischentiefs hier 15000, äh 13533 wäre das eine, dann wie immer hier die großen Schwungbereiche, die wir haben, die sind natürlich auch relevant. Das wäre hier in diesem Chart, den wir hier sehen, mal so grob die Marke um die äh, 13.460 und dann haben wir hier schon das dickere Zwischentief um die Marke von 13.400 Punkte, äh, 13.402 auf dem Weg nach unten hin. Das sind mal die Anlaufmarker, die wir hier haben, entscheiden, ob es wir runter oder nach oben gehen. Wird sich zeigen hier am Zwischentief. Oder aber hier am Tageshoch, am Allzeithoch, dass wir dort weitere Käufe finden. Das bleibt hier interessant und spannend und das sozusagen entsprechend der Blick hier. Ähm, tja, jetzt kriege ich gleich noch die Frage ähm, zu GameStop. Passt mal auf folgendes: ähm, Ganz klar, wir können hier keine Einzelaktienanalysen besprechen. Soweit ist es noch nicht ähm, an diesem Punkt, aber. Ich möchte das Thema GameStop einfach mal ganz kurz zur Hand nehmen, um mal zu zeigen, was wir für Anomalien an den Märkten haben. Und zwar Thema GameStop, ich denke mal, ganz, ganz viele haben das mitbekommen. Das ist ja medial auch extrem stark bespielt worden, hier die GME, was da passiert ist. Und wenn wir einfach mal sehen, das sind diese extremen Anomalien, die wir hier hatten wo der Markt von unten extrem nach oben gekauft worden ist äh, und dann wieder brutal nach unten abverkauft worden ist und wenn man sich das mal anschaut was hier passiert ist man hat hier einen sogenannten Short Float von 121 Prozent gehabt ich weiß nicht ob die Zahlen tagaktue äh, tagaktuell sind aber äh, im Hoch war man halt dort oben gewesen und man muss sich jetzt einfach mal vorstellen dass äh, mehr als 100 Prozent aller verfügbaren Aktien hier leer verkauft worden sind ne? das also ich weite jetzt mal nicht aus, wie, das, wie sowas funktionieren kann. Ähm, wir sehen, es funktioniert. Äh, und beim, äh, bei diesen Themen ähm, möchte ich mal kurz in die Erklärung reingehen, was das für Einflüsse auf die Märkte hat. Denn wir haben ja gesehen, äh, in diesem Bereich haben wir auch an den, an den, an den Aktienmärkten ähm, doch ziemlich Druck reinbekommen. Wenn wir uns den Tageschart mal anschauen, ähm, da ging es schon ganz schön kräftig zur Sache nach unten. Und das initiiert dadurch. Und das lag jetzt nicht daran, dass die Aktie von GameStop etwa hier die Bewegung initiiert hat. Sie hatte etwas Starkes damit zu tun, aber das lag an ganz, ganz was anderem. Und zwar, klar ist eins, durch diese GameStop-Aktie ist der Markt in arge Bedrängnis gekommen. Und zwar einfach darunter, dass wir hier einen brutalen short -Squeeze gesehen hatten und man muss einfach wissen, äh, wenn man in einem, in einem Titel ähm, sozusagen ähm, in einer Aktie oder auch in einem Index ähm, auf der auf der Long-Seite unterwegs ist, äh, dann kann man maximal sein eingesetztes Kapital verlieren. Ja, das heißt, äh, also wenn man ungehebelt sozusagen arbeiten würde, also bei null ist definitiv Schluss. Jemand, der allerdings Short unterwegs ist, ähm, der weiß ja, dass die Märkte äh, zum Beispiel beim DAX oder beim Nasdaq äh, da ist nach oben keine Grenze gesetzt. Und wer Short unterwegs ist, hat natürlich dort die Problematik, dass sein, äh, seine, seine, seine Schulden sozusagen immer immer größer werden, je weiter die Märkte steigen. Und was da passiert, ist etwas, das hat man damals bei VW auch schon gesehen. Es gibt äh, dann äh, die Broker, die sich sagen, okay, wir, 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 wir ändern unsere Margin-Richtlinien. Das ist das eine. Und es gibt die sogenannten Margin Calls. Und äh, wenn solche Situationen an den Märkten auch auftreten, äh, dass man sozusagen hier Margin Cars bekommt, äh, dann muss derjenige, der diesen Call bekommt, äh, er muss Geld nachschießen. So, und äh, wenn er nicht gerade das Geld auf einem Konto liegen hat, wo er einfach was rüber überweisen kann, was bleibt ihm dann anderes übrig? Dann müssen Assets verkauft werden. Und das hier in diesem Sinne musste in sehr, sehr großem Stile gemacht werden. Das heißt, es gab bei sehr, sehr vielen Brokern diese Margin-Anpassung und dadurch wurden sehr, sehr viele Menschen dazu oder sehr, sehr viele Händler dazu bewegt. Geld besorgen zu müssen durch Verkäufe von Assets. Und da ist natürlich dann in dem Moment alles auf den Markt geworfen worden, was, was möglich war zum Verkaufen. Und immer dann, wenn wir solche Phasen haben, dass einfach durch einen Liquiditätsengpass alles verkauft werden muss, ähm, was äh, sozusagen in eigenem Portfolio verfügbar ist, ähm, dann bringt das natürlich den Druck auf die Märkte. Und wenn das Massen machen, dann kommt so eine Abwärtskaskade ins Spiel, äh, wo dann nicht nur sozusagen die Liquiditätsengpässe ausgeglichen werden müssen, sondern wo teilweise auch Stopps gerissen werden, die dann weiteren Verkaufsdruck reinbringen. Und das ist halt der Punkt, wo wir dann sehen, dann hat eine so eine Anomalie auf einem, auf einem doch sehr begrenzten Markt eine Auswirkung auf einen viel, viel größeren Markt, weil einfach die Reaktionen auf das, was dort passiert ist, so weit umfassend umspannend gewesen ist, dass man das ganze Bild hier sieht durch diese extrem starken Kursrückgänge. Hier hat man nur auch noch die Fett, die für Verkäufe mitgesorgt hat, und das alles hat den Markt nach unten gebracht. Und jetzt möchte ich den, den Kreis mal noch schließen. Ich hatte ja gesagt, für einen Händler ist es wichtig, Meines Erachtens wichtig, dass man das richtig einordnet. Und das ist halt immer wieder der Punkt, wo ich sage, wenn ihr das korrekt einordnet, dann könnt ihr euch schöne Level suchen, die Unterstützungslevels sind. Und dann könnt ihr euch einfach ganz cool auf die Lauer legen. Das heißt, ihr macht euch genau einen Plan, ihr sucht euch diese Levels. Und wir sehen ja hier in diesem Chart auch beim NASDAQ, wir haben das hier auch live in der Sendung besprochen, wir haben hier unten einen sehr, sehr starken Auffangbereich um die 12.735 Punkte-Marke gehabt und wenn ihr dort so einen marktrückgang als anomalie betrachtet weil sich ansonsten am gesamten marktumfeld nichts verändert hat ich habe euch das ja gerade auch gezeigt die, 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 die unternehmensdaten sind gut es sieht positiv aus für die zukunft dass die märkte sich auch weiter erholen wird dass die wirtschaft vor allen dingen sich weiter erholen wird dass der arbeitsmarkt wieder stärker wird all diese sachen ist ja eher ein positives bild spricht also pro Aufwärtstrend. Und wenn ihr das richtig einordnet und ihr sagt, okay, das war jetzt eine Anomalie, die zwar das Zeug hat, den Markt auch noch deutlich weiter nach unten zu bringen, aber wir müssen an diesen Stellen einfach schauen, ob das überhaupt passiert oder ob die Käufer hier schon zurückkommen, dann könnt ihr nämlich ganz genau sagen, okay, das hat jetzt fundamental für die Wirtschaft keine wirklichen Auswertungen, diese Anomalie wird irgendwann vorübergehen, es ist nur eine Frage der Zeit. Und genau diese Frage der Zeit wurde hier unten im Nasdaq beispielsweise beantwortet. Und wer das richtig macht, der wird in diesen Momenten auch cool bleiben. Ich habe das in meinem Portfolio ja auch gesehen. Ich habe zum Beispiel im, 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 im SP. 500 eine ziemlich große Position. Ich bin aber komplett ruhig geblieben, weil ich das einfach so eingeschätzt habe und schaut mal, wo wir wieder stehen. Es ist am Ende der Woche bis jetzt nichts passiert. Wir stehen im SP 500 wieder auf Allzeit hoch. Ja? Wenn ich hier kalte Füße bekommen hätte. Einfach weil ich unruhig geworden bin, das wäre ziemlich heftig gewesen, ich hätte die Position mit Sicherheit im Minus geschlossen, aber weil ich das einfach so eingeschätzt habe, wie es war, gab es für mich noch längst keinen Grund, hier an dieser Stelle die Position zu drehen. Das hätte ich tun müssen, wenn das passiert wäre, dass wir sozusagen hier im SP 500 äh, einen deutlichen Abgabedruck bekommen hätten und wir definitiv einen Abwärtstrend bekommen hätten. Also sozusagen, äh, dass man hier. Von oben rausläuft und kein neues allzeit macht und dann einen Abwärtstrend generiert, dann hätte ich auch aktiv werden müssen. Aber das ist nicht passiert und das sind die ruhigen Dinge. Und das ist das, wo wir uns drauf stellen müssen und sagen: Okay, egal was kommt, wir brauchen natürlich immer ein Stopp-Management, aber ich sage auch immer: Bitte richtet euch nach den Märkten und sucht vor allen Dingen auch nach solchen schönen Chancen der Umkehr. Aber wenn man einfach mal schaut, hier Freitag, Donnerstag, Mittwoch, Dienstag, Montag. Wir haben Montag schön die Umkehr hier unten gesehen. Das können wir uns mal schön im Stundenchart auch anschauen. Und das kann man doch sehr, sehr schön dann nur zu nutzen. Hier, das war die Verortung knapp unter dem Widerstandslevel, äh, unter dem, über dem Unterstützungslevel schaut mal, Und dann hat der Markt angefangen hier den Aufwärtstrend zu machen. Und der wird momentan schön nach oben fortgeführt. Also das kann man gut und gerne hier zum Traden nutzen und auch sehr entspannt sehen. Und man hat sogar noch eine weitere Möglichkeit bekommen hier oben. Der Schub hier oben drüber, über dieses wichtige Level, hat den Abwärtstrend hier rausgenommen. Dann die Seitwärtskonsolidierung und der Ausbruch hier oben drüber schreibt den Trend dann fort. Also da ist wirklich alles interessant und gut und sehr, sehr stabil in Richtung Aufwärtstrend momentan unterwegs. Also ich denke mal, das bleibt hier in nächster Zeit, auch wenn sich die Marktdaten nicht ändern, schon die Chancen eher. Auf der Chat-Oberseite zu sehen, dass der Blick quasi in die äh, Indizes und dann möchte ich an dieser Stelle ganz kurz mal noch äh, auf etwas eingehen, äh, was ich gesagt habe zum Thema auch der Industrie bzw. der Inflation. Zum Thema Inflation. Ich, ich reiße das hier mal nur oberflächlich momentan an. Ähm, wir werden das in, in nächster Zeit auch tiefer äh, sozusagen mal miteinander besprechen. Ähm, hier, wenn wir uns mal zum Beispiel die Preise anschauen, äh, aktuell äh, für die für die Grains, also für Getreide, äh, die hier doch sehr, sehr stark anstand. Die Grafik ist zwar schon ein bisschen alt, äh, äh, aber nichtsdestotrotz schauen wir uns mal an Industriemetalle, äh, sind hier nach unten gelaufen. Und äh, das äh, die, die sozusagen äh, die Rohstoffe für unsere Nahrungsmittel sind ziemlich stark nach oben angestiegen. Und wenn sich sowas nachhaltig fortsetzt, dann werden wir halt auch merken, äh, dass die Preise beispielsweise für Lebensmittel ziemlich stark ansteigen. Und das bringt dann die Inflation in Gange. Das wäre mal das eine, wo man einfach äh, ranlaufen kann. Und was wir hier auch sehen, dass die, äh, dass die, äh, dass die Rohstoffpreise für die Lebensmittel deutlich stärker ansteigen und hier diese Schere da ist und wenn diese Schere sich irgendwann ähm, auch wieder schließt, muss man schauen, dann muss man mal auf die Industriemetalle schauen, ähm, was hier geht, wenn die dann stärker ansteigen, dann hat man dort wieder das Ganze. Also das wird in Zukunft sehr sehr interessant und diese Bewegung die feuern halt ganz klar die Inflation auch mit an und das wird dann das sein, was am Ende der Verbraucher zu bezahlen hat. Ja, das sehen wir an dieser Stelle schon. Was hier noch sehr sehr wichtig ist an dieser Stelle, ist mal noch das Thema der Mietpreisentwicklung und das sehen wir hier auch, das ist mal alles wieder bezogen auf den US-Markt. Eine Grafik äh, von ähm, äh, Macrobond und Nordia. da sehen wir hier mal die Entwicklung der Mieten hier, das heißt, dass äh, die Mietpreise sind hier während der Inflation, ziemlich, äh, während der Covid-19-Krise äh, deutlich unter Druck geraten, stark nach unten gestiegen, äh, gefallen, aber hier gibt es jetzt dieses äh, Modell, was die äh, erwartete Inflation, äh, die Leerstandsrate, die Hauspreise und äh, natürlich die äh, Angebotspreise der Mieten angeht. Und da geht man schon ziemlich stark davon aus, dass diese Expectations, die jetzt stark nach oben gestiegen sind, Einflüsse hat auf das, was wir hier sehen, dass der Markt auch wieder ansteigen wird. Und wenn die Mietpreise steigen. Wirkt sich das mit Sicherheit auch auf die Inflation aus. Und das kann ich hier bei mir äh, in meiner Heimatstadt auch mit zeigen. Wir sind mittlerweile bei Mieten äh, für die Neuvermietung auch von Neubauten bei über 10 Euro pro Quadratmeter. Ja? Und wir wohnen hier nicht äh, in, in Berlin oder München oder Hamburg. Ja, da sind die ja noch deutlich höher. Sondern wir wohnen hier mehr oder weniger im Speckgürtel ähm, einer kleineren Großstadt, also im Umland von Leipzig. Und das ist halt etwas, da muss man sehen, vor ein paar Jahren war hier der Mietspiegel um die 5 Euro. Jetzt zahlen wir für die Neumieten schon. 10 Euro. Und das ist jetzt eine Spanne, da sage ich, da sind jetzt keine 30 Jahre dazwischen, sondern das ist tatsächlich erst in den letzten Jahren so exorbitant angestiegen. Und das wirkt sich natürlich auch immens auf die Inflation aus. Und das sind genau die Dinge, die wir hier auf der Uhr haben müssen, auch für die Zukunft. Das werde ich immer mal weiter bespielen. Und das hat dann natürlich auch Auswirkungen auf die Märkte. Und dann, wenn man dann auch noch sieht, dass die Bonds sich bewegen das heißt an dieser stelle gehe ich noch mal ganz kurz hier zurück ähm, auf die futures und da schauen wir uns mal ganz kurz die bonds an hier an dieser stelle und da sehen wir halt wie die sich bewegen. Na? und da sehen wir halt die sind nach unten gerichtet die fallen die renditen für die, für die zins also für die zinspapiere. Die fallen nach unten ab. Ähm, Im Kurzfristbereich sehen wir das noch nicht. Ja? Da steigen die Renditen, das heißt, kurzfristig sind die Zinsen eher nicht so unter Druck, aber wir sehen, dass die Zinsen langfristig langsam wieder steigen. Und es ist halt in der Regel so, dieses langfristige Bild setzt sich dann irgendwann ins Kurzfristige um. Ähm, und das sollte dann auch auswirken auf die Inflation oder dadurch wird ja die Inflation, also das hängt da alles zusammen. Und was hier an dieser Stelle dann wirklich interessant ist, ist tatsächlich das Thema, wie reagiert der Aktienmarkt darauf. Also wann ist der Punkt erreicht? dass die Aktien uninteressanter werden und die Zinsen wieder interessanter werden. Das muss man sehen. Das ist ein wichtiges Thema ähm, dann entsprechend auch für die Notenbanken, für die Fed. Da bin ich mal gespannt, inwiefern die Fed die höhere Inflation zulässt, ohne die Zinsen anzuheben. Das wird wirklich spannend auf Sicht der nächsten, sage ich mal, vier bis sechs Monate. Also sehr, sehr interessantes Bild. Das müssen wir mit auf der Uhr haben. Und das bringt dann natürlich auch wieder äh, die Währung mit ins Spiel. Denn immer dann, wenn der US-Dollar auch auf der Zinsseite interessanter wird, steigt natürlich die Nachfrage nach dem US-Dollar. Und das treibt die Kurse auch nach oben. Also, da ist einiges da, was pro US-Dollar spricht. Und damit sage ich an dieser Stelle Danke fürs Zuschauen, für die vielen Fragen. Bleiben Sie gesund, traden Sie Ihren Plan. Und damit geht das dann. Und wir sehen uns wieder am Montag um 8.30 Uhr pünktlich zur Besprechung der Märkte hier bei Tickmill Deutsch. Danke fürs Zuschauen und ein schönes Wochenende.